Jo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Box Opening. Heute öffnen wir Lightning Overdrive weiter. Und zwar öffnen wir 11 Displays, höchstens, besser gesagt. Wir werden aufhören, sobald wir eine Starlight Red ziehen. Da ich an den restlichen Karten jetzt nicht wirklich so sehr interessiert bin. Also welche Karte ich noch gerne hätte, wäre der Ruddy Rose Dragon. Aber ansonsten, ich meine gut, die teureren Karten wären natürlich auch nicht schlecht. Da waren für sich... Geht es natürlich um die Starlight Rares, das sind ja die Collectors-Karten in dem Set. Und ja, wäre natürlich cool, wenn wir eine ziehen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir alle 11 Displays öffnen und keine ziehen. So ist es bei Starlight Rares leider, die sind sehr, sehr selten. Genau, ich habe schon Opening hochgeladen, das ist ein bisschen langsamer. Da schauen wir uns die Karten in Ruhe an und so weiter und so fort, lesen ein, zwei Effekte. Hier werden wir jetzt auf Speed gehen, also werden verdammt schnell die Packs öffnen, einfach nur, weil es sonst zu lange dauert. Ja. Also bei 11 Displays, wer es auch schon mal geöffnet hat, so eine ähnliche Anzahl weiß, das zieht sich ein bisschen. Muss ich nur noch kurz meine Utensilien etwas zur Seite räumen. Okay, genau. Also Packs werden auf den Boden geschmissen und die Karten werden durchgeguckt. So, tun wir jetzt alle auch aus dem Karton raus. Ich probiere sie aber in dem Stapel zu lassen. Ist jetzt zwar vertauscht, aber ist egal. Und dann heißt es auch schon, let's go. Also wie gesagt, werden nicht zimperlich sein, sondern relativ schnell durchgucken. Und erstes Pack, die gleiche Secret Rare wie letztes Mal. Die erste Karte, die keine Super Rare war im letzten Ding, im letzten Opening, war auch Spoiler Dark Honest. Und war jetzt hier die erste Karte im ersten Pack, also die erste voll. Krass. So, ist jetzt ein Pack von der falschen Seite sozusagen. Nope. Genau. Und ja, ich hoffe, es ist euch nicht zu schnell. Aber ich denke mal, das passt schon. Da kommt man doch ganz gut durch so einen Stapel Packs. Nachteil, wie gesagt, ist halt immer, dass man dann sehr viele Karten hat, wenn man vor allem als Nicht-Spieler, weil ich meine, dafür braucht man kein Spieler sein. Niemand braucht 50 Versionen der gleichen Karte. Das ist halt immer das Schlechte, sag ich mal, wenn man selbst damit nicht wirklich viel anfangen kann. Also ich meine, ich verkaufe die Karten halt natürlich. Ich bin ja ein gewerblicher Händler auf Card Market, aber das macht es nicht wirklich besser. Ja, weil auf so vielen Karten bleibt man natürlich erstmal eine Weile sitzen. Sehr schwierig, so viele Karten auf einen Schlag zu verkaufen. Mysterion, den hatten wir auch letztes Mal schon. Also noch keine neue Karte gesehen besetzt. Ich hoffe, es ist nicht genau das gleiche Display sozusagen von den Foils her. Wäre ganz schön schade. Die Daikato-Karte ist auch nice. So. Oh! Jetzt müsste eine andere Secret Rare. Das ging schnell. Uff, fokussiere. Baha Lutia, The Grand Radiance. Das ist so ein riesiger Drache. Okay, und ein verdammt langer Text. 7 Sterne, 2000, 2400, das ist schon mal nicht gut. Aber der Effekt wird es eventuell rausreißen. Sieht aber sehr cool aus, muss ich sagen. Vom Wert her stand jetzt, aber wir sind immer noch im Pre-Release. Also ich habe öfters am gleichen Tag quasi, jetzt immer noch Pre-Release. Also die Preise haben keine wirkliche Aussagekraft, da es den offenen Markt noch nicht gehittet hat, das Set. Gerade bei 10 Euro. Also so ähnlich wie Dark Honest eigentlich. Eigentlich genau das gleiche wie Dark Honest. Das sind die Secret Rares, die direkt beisammen sind vom Wert her. Genau, da haben wir einen Rocks Rose Dragon. Ach Mist, falsche Seite. Schon wieder. Jetzt machen wir erstmal die Seite hier fertig. Da waren jetzt zwei Secret Rares und eine Ultra Rare drin. Wenn jetzt noch eine Ultra Rare drin ist. Oh mein Gott, Coided. Trap Tricks. Wie heißt die nochmal? Kularia. Genau. Dann haben wir zwei Ultras. Das heißt, es fehlen noch zwei Ultras. Ich hoffe, die sind nicht auch auf der Seite, sonst haben wir jetzt nämlich gleich einen. Tonnenweise Super Rares vor uns. Und das ist dann meistens nicht mehr so spannend. Aber eine Starlight Rare kann immer drin sein. Vor allem bei dem Set, habe ich jetzt schon echt viel gesehen. Und eine ZW-Karte ist wieder Support. Eine ZW-Synchro-Karte, lol, ist die neue? Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. From the Disciplined Angel. Habe ich noch nie gesehen. Die ist neu, für mich. So.
Zack. Ups, das war eine Karte zu weit. Expendable Die. So, jetzt sind wir beim zweiten Stapel angekommen. Das oberste Pack habe ich jetzt, wie gesagt, schon geöffnet. Aus Versehen. Das ist eigentlich egal. Wir öffnen sie sowieso alle. Ich meine, wenn ich ein Display gecrackt habe, dann öffne ich auf jeden Fall alle Packs, weil lose Booster Packs verkaufe ich sehr ungern. Das mache ich meistens, wenn dann nur mit Special Editions oder irgendwie sowas. Also garantierte Rarities auf jeden Fall und sonst was. Sonst kommen wir da allein mit abgewogenen Booster Packs. Aber ich bin da selber auch kein Fan von. Also einzelne Booster Packs sind einfach nichts Schönes, muss man sagen. Wenn man wirklich öffnen will, dann sollte man eigentlich immer geschlossene Produkte kaufen. Das ist das Beste. Sicherer für den Verkäufer, für den Käufer. Also wenn wirklich mal was nicht stimmt, dann war es ja sealed. Also ich meine, dann sehr unwahrscheinlich, dass da der Verkäufer das aufgemacht hat, irgendwas rausgetan hat, die Packs wieder verschlossen hat und das ganze Produkt nochmal wieder verschlossen hat. Das ist schon extrem unwahrscheinlich. Das habe ich noch nie gehört, dass das irgendjemandem passiert ist. Vor allem nicht bei neueren Produkten, die nicht 20 Jahre alt sind. Ja, also wie gesagt, da ist man einfach auf der sichereren Seite. So einzelne Booster-Packs, zumindest was Abwiegen angeht, ist halt schon schwierig. Auch wenn es heutzutage nicht mehr so einfach ist, weil in jedem Pack eine Foil ist und so. Aber sicher kann man sich nie sein. Oh, und das war's auch schon. Ultimate Dragonic Utopia Ray, das ist die Coverkarte in dem Set, wenn ihr ihn wiedererkennt. Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schlecht vom Wert her. Es ist tatsächlich die... Ach nee, es ist eine Ultra-Rare, ne? Stimmt, ja. Aber ja, es ist die sechstteuerste von 14. Also gerade noch so oberes Mittelfeld vom Wert her. Ich meine, wie gesagt, die Preise, ob die jetzt so aussagekräftig sind, kann ich natürlich nicht sagen. Aber scheint auf jeden Fall nichts Krasses zu sein. Vom Meta her, sonst, hoppla, habe ich noch ein paar Karten vergessen. sonst wäre sie wahrscheinlich nicht so weit unten. So, wir sind jetzt unter 8 Minuten noch beim ersten. Ida des Sun Magician habe ich auch noch nicht gesehen. Hat mich ein bisschen an den Cyberse Magician erinnert. Aus Cybernetic Revolution. Und das ist die dritte Secret Rare. Und das ist die teuerste im Set, die ist bei 64 Euro. Oh, baby, let's go. Habt ihr es gesehen? Das waren jetzt 3 Secret Rares und 4 Ultra Rares. Also entweder hat Konami richtig fett Müll gebaut bei dem Set und sie haben echt die Rarities komplett versaut. Ich habe mich schon mal runtergebeugt und das nächste Display geholt. Oder das ist Absicht, dass man jetzt auch mal 3 Secret Rares einfach ziehen kann statt nur 2. Aber leider halt auch nur eine. Aber das ist die teuerste Karte im Set aktuell, abgesehen von den Starlight Rares. Ich will mir den Effekt durchlesen. If this card is normal or special summoned, you can send one fairy monster from your deck or extra deck to the graveyard, and if you do, increase the card's level by that monster's level until the end of this turn. Das ist aber nicht für Black Rose Dragon, oder? Das ist auf jeden Fall für Synchro. If this card is tributed, you can special summon one level 2 or lower fairy monster from your hand or deck, except the Banner of the Herald. You can only use each effect of Diviner of the Herald once per turn. Na gut, sie hat Herald im Namen, also ist wahrscheinlich für den Herald of Pure Light und bla bla bla, da gibt es ja mehrere Karten. Okay. Ja, es ist halt für Synchro. Da kann man nicht viel zu sagen. Also der Effekt an sich ist halt einfach nur für Synchro sammeln. Und es ist eine Tuner-Karte. Alright. Aber, ja, not bad. Das erklärt den Wert, auf jeden Fall. So. Und sie ist wahrscheinlich relativ selten. Also ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen. Nee, Schwachsinn, zum zweiten Mal. Mein Bruder hat sie einmal gezogen in 4 Displays. Und ich habe jetzt, das ist jetzt Display Nummer 2 gewesen. Also in 6 Displays zweimal. Na ja, gut, okay, ist jetzt nicht so ultra selten. Aber, naja. Häufig ist es auch nicht. So, weiter geht's. Die erste ist gleich eine Ultra Rare. White Knight of Dogmatica. Oh, Alter, die Karte sieht richtig geil aus. Holy moly. Cooles Artwork. Gefällt mir sehr gut. Nice, 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 nice. Aber ich finde es echt interessant mit den, Häufigkeiten. Dass du jetzt einfach... Was ist das für ein Display? Ultra Rare into Secret Rare? Die Karte ist auch ziemlich gut, die gefällt mir persönlich sehr gut, deswegen wundert es mich, dass sie verhältnismäßig wenig wert ist.
Aber ich bin Noob, wahrscheinlich liegt es daran. Discard one card, then target two face-up monsters on the field, change them to face-down defense position. Also für dich persönlich schon ziemlich heftig, weil es gibt ja viele, vor allem starke Monster und so weiter und so fort. Oder halt auch einfach Effekte. Wenn ein Monster face-down ist, kannst du den Effekt ja meistens nicht, also kommt drauf an, aber im Normalfall nicht aktivieren. Und ja, also keine Ahnung. Ist eine nice Karte, um Effekte zu annullieren. Beziehungsweise eben einfach, um auch Monster so anzugreifen und zu zerstören, wenn sie weniger Verteidigung als Angriff haben. Also eigentlich schon eine gute Karte, in meinen Augen. Also wenn es die in Legacy of the Duel List gibt, ich weiß nicht, ob das ein Reprint ist oder ob die Karte an sich neu ist. Wahrscheinlich nicht, aber kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ja. Ich finde den Effekt gut. Aber ich bin auch ein Noob. Ein absoluter Noob. So. Weiter geht's. Amazement Family Faces. Lol, das sieht auch funny aus. Fünf Feinkarten ineinander. Das habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Aus irgendeinem Grund haben sie das bei den Sets so gemacht. Also bei allen Sets dieser Art, dass du vorne die Monster ziehst und hinten nur noch Feinkarten und Pendulum, Blink und Zauberkarten. Also keine Ahnung, warum die das so gemacht haben, ehrlich gesagt. Verstehe. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach nur, damit du garantiert in jedem Booster-Pack, das du öffnest, ein paar Zauber- und Feinkarten hast. Beziehungsweise Pendulum, aber Pendulum sind ja im Endeffekt auch nur Feinkarten. Zauberkarten, meine ich. Zauberfeinkarten, whatever. Ja. Wahrscheinlich einfach, damit du besser Decks bauen kannst, wenn man sich einzelne Booster-Packs kauft. Dass du kein Pack erwischen kannst, wo acht Monster zum Beispiel drin sind. Oh, und die schlechteste Ultra-Rare Warrock Dignity. Warum ist die so schlecht? Control a Monster. Wenn ein Monster your opponent draws, activate its effect. Negate the effect. Oh, ist doch gar nicht so schlecht. Quick Effect. This during the battle phase, when your opponent activates a spell trap, negated effect, you can only. Das ist voll gut. Wenn man Warrock spielt, aber wahrscheinlich ist Warrock so schlecht, dass es keine Rolle spielt. Aber eigentlich ist es eigentlich schon eine gute Karte. Negate. Monster und Zauberfeinkarten. Ja gut, du kannst halt jeden Effekt nur einmal benutzen, aber sonst wäre sie auch ein bisschen zu heftig. Super. Wäre mal cool, wenn sie wirklich bei dem Set ein paar Fehler gemacht haben. Also wenn es nicht absichtlich ist mit den Orts. Wäre es halt auch krass, wenn du einfach ein Display erwischt, wo du irgendwie mal fünf Secret Rares hast oder so. Oder halt auch irgendwie in einem Booster-Pack vielleicht mal eine Super und eine Secret oder irgendwie sowas. Das wäre mal richtig cool. Das ist mir noch nie passiert. Und ich habe jetzt ja doch schon einige Booster-Displays geöffnet in den vergangenen Monaten. Und auch so kranke Missprints, irgendwie fehlende Schrift oder Schrift nicht in der Box oder irgendwie sowas. Das habe ich noch nie gesehen. Die haben wir letztes Mal schon gehabt. Kularia, Trap Tricks. Also 8 Minuten müssen wir hier bieten. Aber das sollte eigentlich drin sein. Super Rare. Der Stapel mit den Commons ist halt jetzt schon so unglaublich hoch. Das sind gerade mal 1,5 Displays gewesen. Das ist crazy. Super. Super. Die Karte haben wir gefühlt dreimal in dem Display gezogen. Ultra! Reliona, the Wondrous Magister's Witch Wardrobe. Die war in, also die richtige Reliona als Effektmonster war in auch Genesis Impact tatsächlich drin. Also hier ist auch Genesis Impact Support. Gar nicht so wenig sogar. Es ist auch eine Kiesekill-Karte drin. Sogar eine Ultra Rare, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Und der Dark Infant, Adignaester. Zwei Booster haben wir noch. Wundert euch nicht, die lasst ihr jetzt auf dem Tisch liegen, weil es dann schneller geht. Lalavol Axelord.
Und jetzt fehlt uns noch eine Secret Rare, glaube ich, ne? Jetzt gar nicht mehr genau aufgepasst, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich glaube, uns fehlt noch eine Secret Rare. Okay, jetzt mal schnell nachschauen. Ultra, Ultra. Tatsächlich. Jetzt haben wir nur eine Secret Rare bekommen. Davor einen Booster, dafür drei. Und auch noch vier Ultra Rares. Wow. Also wir haben einmal Plus gemacht, indem wir eine Secret Rare mehr bekommen haben. Und direkt danach Minus. Das ist dann natürlich schlecht, wenn das passiert. Ja. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich fände es, also an für sich wäre es schon cool, wenn es quasi wirklich nicht mehr garantiert wäre. Irgendwie wäre es schon cool. Weil dann würde, glaube ich, auch der Wert von Secret Rares und so wieder steigen. Einfach nur, weil du eine Secret Rare ziehst. Weil sie eben nicht mehr garantiert sind. Also da würden auch die schlechten Secret Rares wieder einfach mehr hermachen. Ich meine, natürlich, wenn sie sauschlecht ist, die Karte an für sich, was soll sie dann schon wert sein? Aber es würde einfach das Feeling auch verbessern. Weil so denkst du dir halt, ah, du hast zwei Secret Rares, ziehst eine schlechte. Aber wenn du gar nicht weißt, wie viele Secret Rares du ziehst, dann freust du dich über jede einzelne, weil du dir denkst, okay, nice, ein Secret Rare. Besser als keine schon mal. Und ja. Aber das ist irgendwie Bullcrap, dass du in einem ziehst du eine, in einem anderen zwei, in einem anderen drei. Also das ist halt irgendwie, keine Ahnung, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, und im Endeffekt, wenn du ein ganzes Case öffnest, kommst du wahrscheinlich plus minus wieder auf genau die, also auf vier, genau 4, 2, 4 Ultras, 2 Secrets. Also das ist halt irgendwie auch, keine Ahnung. Also ich bin kein Fan davon, wenn sie es jetzt, also wir öffnen jetzt ja noch einige Displays, also wir werden es sehen, aber ich meine, ich habe jetzt ja schon ein paar geöffnet und ich denke nicht, dass da jetzt noch kranke Abweichungen davon kommen. Außer du ziehst wirklich mal keine Secret Rare, aber das wäre dann schon echt fast ein Scam, keine zu ziehen. Und ja, wie gesagt, also, keine Ahnung. Früher war das irgendwie besser gemacht mit den Secret Rares. Da waren es halt wirklich Secret Rares. Du hast sie nicht in jedem Packet, nicht in jedem Display gezogen. Und es war einfach was ganz Besonderes. Vielleicht sollte man doch dazu zurückgehen. Hoppla, das war eine Ultra Rare. Ich habe sie auf den Super Stapel gelegt. Ja, gut, okay, das kann ich nochmal kurz gucken. Ob ich aus Versehen eine Secret Rare auf dem Ultra-Stapel gelegt habe, aber ich bin. Nee, habe ich auch nicht. Also, es. An Secret Rares erinnert man sich ja. Ultra, okay, dass man da mal eine vergisst. Aber Secret Rare, wenn du eh nur zwei meistens ziehst, schwierig, die schon wieder zu vergessen nach ein paar Minuten. S-Force Chase? Wait. Die Karte kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann sein, dass die schon mal gereprintet wurde, außer sie ist neu, dann nicht. Dann irre ich mich. Dann verwechsel ich es wahrscheinlich nur. Nochmal S-Force. Also ich hoffe natürlich, wie ihr euch sicherlich denken könnt, sehr stark auf eine Starlight Rare. Aber ich rechne schon damit, dass wir keine ziehen werden. Weil ich habe ja letztes Mal schon, sag ich mal, Glück gehabt, sag ich mal, mit Blazing Vortex. Also traurig, das war sogar Glück. Die in. Im 13. Display zu öffnen, zu ziehen. Das war sogar Glück. Und bei den Collector Rares, bei Ancient Guardians hatte ich auch relativ viel Glück, da ich hatte genau die Karte gezogen, die ich haben wollte. Den Skullmeister in Collector's Rare. Das war die einzige, die ich wirklich haben wollte. Die anderen waren, also ich meine, Collector Rare ist immer cool, aber das war eine Karte, die ich auch wirklich haben wollte. Und hab die auch gezogen. Das heißt, die letzten beiden Openings mit High Rarity Cards liefen verhältnismäßig gut. Und das heißt, irgendwann muss es ja mal wieder schlecht laufen. Und ich fürchte, genau in diesem Status befinden wir uns gerade. So, das ist der erste Stapel weg. Wir haben jetzt eine Ultra Rare. Oh, da ist die Kizikiel. Life Twin Kizikiel Frost. Das ist wie gesagt Fortsetzung von Genesis Impact. Und das war jetzt die zweite Ultra Rare. Das heißt, wir rechnen noch mit zwei Ultras und zwei Secrets im Normalfall. Okay, die machen es spannend. Aber da kriege ich tatsächlich ein bisschen Bedenken. Also, die sollten lieber früher als später kommen. Sonst kommen sie nämlich gar nicht. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Bang, Hellenser. Wahrscheinlich ist das Haar stumm. Benjalensa, The Resurgent.
Alter, die Karte sieht mega weird aus. So ein Baumungeheuer mit einem Kristall in der Mitte. Plant. Cool. Sieht cool aus. Vom Wert her aktuell auch. Oh, nein. Nein, 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 nein. 5 ist die schlechteste, zweitschlechteste Secret Rare tatsächlich. Vom Wert her aktuell Pre-Sale. Wir sind immer noch im Vorverkauf. Ist noch nicht auf dem Markt. Und Expendable Die. Ja, mal gucken. Eventuell lade ich das Video auch einfach so. Oder ich mache es einfach fertig und lade es wahrscheinlich einfach am nächsten möglichen Zeitpunkt zu. Also, hoch ist dann wahrscheinlich heute Nacht, aber veröffentlichen werde ich es dann wahrscheinlich erst morgen. Irgendwie so, mal gucken. Also, ihr werdet das wahrscheinlich, Video wahrscheinlich früher sehen, als ich es im letzten Video angekündigt habe. Da habe ich, glaube ich, ein, zwei Tage gesagt. Und noch eine Ultra Rare. Also, noch eine Ultra, eine Secret. 1-1. Fehlt noch. Ja, genau, da habe ich gleich ein paar Tage gesagt, whatever. So lange wird es wahrscheinlich nicht dauern. Aber ihr seht es jetzt sowieso, also ihr wisst ja, wann es gekommen ist. Das Video. So, ich habe jetzt meinen Common-Stapel in drei Stapel aufgeteilt, aber ich fürchte, das würde auch nichts helfen. Die wachsen nämlich auch schon wieder unerlässlich. Super. Oh, das ist der Ruddy Rose Dragon. Ich dachte kurz, ne? Ihr dachtet auch kurz. Aber Starlight merkt man, wenn man einen in der Hand hat. Ja, das ist die auch eine Rose Dragon Support Karte. Eine Secret Rare, wie man sieht. Und genau. 3200 Angriff. Der normale hat, glaube ich, 2500 oder 400 sogar nur. Bin mir nicht mehr sicher. Wert aktuell knapp 12 Euro. Genau. Und das heißt, jetzt fehlt noch eine Ultra Rare. Letztes Pack. Last Pack Magic. Und wir wurden wieder gescammt. Ah, das kann ja nicht wahr sein. Ah, nein, Moment, doch nicht. Okay, die Karte habe ich vergessen. Okay, nein, Moment, doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Entschuldigung, wir wurden nicht gescammt. Es war 4-2. Es war 4-2. Okay. Dann hole ich jetzt gleich mal zwei Displays. Einfach nur, damit ich mich nicht nochmal runterbeugen muss. So. Also, wir haben jetzt noch 6 Displays im Karton und 2 auf dem Tisch, also noch 8 Stück. Ach, waren es echt erst 3? Wow, okay. Ich muss mein Game ein bisschen absteppen. Bin ja fast ein bisschen langsam. Ups. Naja, gut, bei den Collector Rares letztes Mal war es pro Pack 2 Karten weniger. Wobei das eigentlich kaum einen Unterschied macht, weil wir schauen uns die Karten ja eh nicht alle an, einzeln. So. Super rare. Ach, ist es egal. Ich mache jetzt einfach random Packs auf. Stapel spielen keine Rolle hier. Okay, die gleiche Ultra Rare, um es zu beginnen wie vorher. Doch, hoppla. War es gerade zweimal die gleiche? Super, jupp. Oh. Amazement Attendant Comica, die hatten wir noch nicht. Ultra Rare. Viertes Display. Ja, Schwachsinn, schon das fünfte. Und wir sehen jetzt noch Ultra Rares, die wir noch nicht gesehen haben. Auch heftig, weil es gibt ja nur 14 Stück. Und in jedem sind bisher zumindest 4 Stück gewesen, mindestens. Also, ja, sehr interessant. Lol. Ruddy Rose Dragon back at it again.
Aber es ist ein solides Secret Rare auf jeden Fall. Sieht cool aus und ist vom Wert her auch stabil. The Dark Infant, Eric Nester. Zwei Ultras, eine Secret fehlen. Ich werde die nicht mitzählen. Oh, Lina the Light Charmer. Ah, es ist eine. Ach, es ist eine Link-Karte. Ach, das Lustrous habe ich nicht gesehen. Aber Lina the Light Charmer ist eigentlich ein Effektmonster. Ah. Ja, ich sehe es jetzt. Lina the Light Charmer, Lustrous. Starlight Rare. Lol. Oh mein Gott, ist das ein Zeichen? Oh mein Gott. Komm schon, das ist ein Zeichen. Komm schon. Noch eine. Oh. Aber es ist besser. Die teuerste Secret Rare Set, let's go. Also es ist nicht besser, aber es ist besser als davor, wollte ich eigentlich sagen. Oder meinte ich damit. Okay, nice. Jetzt haben wir die Karte schon zweimal. Ne? Die teuerste Secret Rare. Aber es ist wieder besser geworden. Yes. Also es war ein Zeichen, aber nicht ein Zeichen für die Starlight Rare, wie ich es eigentlich gemeint hatte, sondern ein Zeichen für ein nices Display. Balrog Spirit. Aber wir haben ja, wie gesagt, vorhin hatten wir auch drei Secret Rares in einem Display. Also es heißt nicht, dass es jetzt schon vorbei ist, tatsächlich. Und Starlight Rare kann ja immer drin sein. Die kann den Spot von einer Ultra Rare einnehmen, von einer Super Rare und auch von einer Secret Rare. Also quasi entweder extra, weil Super Rare ist ja nicht so wichtig, da man eben Pack, in jedem Pack eine hat. Oder auch Ultra oder Secret. Okay. Wait. Ach, das ist die Super Rare. Ich habe gerade komplett versaut. Ich habe gerade zwei Fehler zeitgleich gemacht. Eine Ultra Rare auf den Super Rare Stapel gelegt. Das hat mich abgelenkt. Und dann habe ich die Karte so gehalten, dass, dass man das Foil nicht gesehen hat. Und dachte mir, jetzt war da keine Super Rare in dem Pack drin. Okay, uns fehlt jetzt noch eine Ultra Rare, soweit ich weiß. Und genau. Mal gucken. Amazement Family Faces. Garden Rose Flora. Zack. Und yes, nicht gescampt worden und war ein gutes Display, da wir die Divine Herald Tante gezogen haben. Divine of the Herald. Okay, ich sollte sie nicht disrespecten, sonst kommt sie nicht wieder. Ja, ich meine, wenn in jedem Display ein Diviner drin ist, würde ich es natürlich auch nehmen. Da würde ich es auch als sehr erfolgreich einstufen. Aber ist ja jetzt schon zu spät, weil wir haben erst zwei und haben fünf geöffnet. Aber von jetzt an, meine ich. Von jetzt an. Okay, let's go. Display Numero, puh, keine Ahnung. Insgesamt ist das Display Nummer 6. 5 in diesem Video. War gerade kurz abgelenkt. So, musste mal die Uhr checken. Super Rare. Ups. Super Rare. Super Rare. Meine Common-Stapel machen mir langsam ein bisschen Sorgen. Vor allem das Sortieren, ey. Uff. Da vergraust es mir jetzt schon. Bitte gib mir einen Black Rose Dragon, den ich dann die ganze Zeit angucken kann beim Sortieren. Komm schon. Es ist auch cool, dass man diesmal nicht sagen muss, Black Rose Dragon in Starlight Rare, sondern nein. Ihn gibt's nur in Starlight Rare. Wenn du ihn ziehst, dann hast du es.
Es gibt kein Szenario, in dem du ihn ziehst, in dem nicht die Starlight wächst. Okay. Nicht schlecht. Das heißt, Moment, war das jetzt die erste? Puh, jetzt komme ich langsam ein bisschen durcheinander. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war die erste in dem Display. Okay, das war die erste Hälfte. Dann kommt die zweite. Nochmal die Left Wind Frost Tante. Ja, man kann es eh nicht ändern. Also selbst wenn man eine Ultra zu wenig zieht, eine Secret zu wenig zieht oder sogar zu viel, wobei zu viel, da würde sich natürlich nie jemand beschweren. Außer irgendein komplett Verrückter. Aber ja, also eigentlich, ob man jetzt mitzählt und guckt und blieb, pipapo, eigentlich ist es egal. Du kannst es eh nicht ändern. Sobald du das Pack geöffnet hast, hast du die Karten und was du dann gezogen hast, naja, damit muss man leben. So ist das. RIP. Die Karte habe ich halt wirklich noch keinmal gezogen. Proof of Proofless. Was zum Teufel? Die Super Rare habe ich noch kein Mal gezogen. Das war das erste Mal, dass wir die gezogen haben. Nach sechs Displays. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Die habe ich bei meinem Bruder auch nicht gesehen. Also er hat sie vielleicht gezogen, aber in den Packs, die ich vorhin aufgemacht habe, nicht. Crazy. Aber es hat keinen Confirmed Shortprint. Also ich finde, um wirklich Shortprints zu confirmen, also bei Commons musst du mindestens, keine Ahnung, zwei Cases aufmachen und bei Super Rares oder bei Foils, keine Ahnung, mindestens 10 wahrscheinlich, um das wirklich zu confirmen. Die Karte ist auch gut. Das ist die zweiteuerste Secret Rare, die haben wir auch noch keinmal gezogen. Drytron Mu Beta Fafnir. Fafnir, sobald Fafnir im Namen steht, ist die Karte automatisch teuer und gut. Also nice. Also ist wirklich so. Also da gibt es mehrere Karten. Oh, nochmal die Reliona. I take it. Und letztes Pack, das andere ist alles leer. Ratio haben wir, glaube ich, eh schon erfüllt. Lovable Ex-Lord. Zweimal die gleiche hintereinander. So. Dann sind wir bei Display Nummer. Nummer 7. Insgesamt 6 heute. Also Halbzeit und keine Starlight Rare in Sicht. Ich habe auch zwei Displays schon von ganz unten von dem Case aufgemacht. Also das sind ja immer 3x2 quasi. Schwachsinn, 3x4. Also in dem Case 4 bilden eine Schicht oder drei Schichten, ist der Karton quasi. Und ja, also ich habe jetzt aus jeder Schicht schon ein Display aufgemacht. Lol, schon wieder First Pack Secret Rare. Amazement Administrator. Arlecchino, drittteuerste Secret Rare. Ich glaube, Secret Rares haben wir jetzt alle bis auf eine gezogen. Die Varrox Secret Rare hat sich zum Glück vor uns versteckt. Die mit Abstand wertloseste. Und ich glaube, das Amazing Time Ticket haben wir noch nicht. Sonst haben wir alle schon mindestens einmal. Die meisten schon doppelt oder dreifach. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, genau. Also wir haben jetzt ein Display aus jeder Schicht schon geöffnet. Also ich habe quasi meinen Weg nach unten gegraben sozusagen und habe dann von jeder Schicht jetzt schon ein Display aufgemacht. Einfach nur wegen Aberglaube und so. Nicht, dass die Starlight Rare im letzten Display ganz unten ist. Da machst du das auf, dann machst du das zweite in der Mitte auf, dann das dritte von oben, dann das rechte oben links, sieben unten, bla bla bla. War jetzt nur ein Scherz natürlich. Nein, aber so denkt man sich halt, aber im Endeffekt ist egal. Am Ende macht man sowieso alle auf und zieht sie nicht. Das ist das Starlight-Gedicht. Zack. Alright. Ja, ich habe es nicht eilig, by the way, aber wie gesagt, das Sortieren und so weiter und so fort, das ist alles auch noch Zeit. Und je kürzer das Video, desto weniger Zeit nimmt es in Anspruch. Und je schneller ich bin, ich glaube, desto mehr Leute bleiben auch am Ball und schauen nicht nur am Ende, was ich gezogen habe. Wenn hier eine Super Rare nach der nächsten ins Bild fliegt, dann ist es ja auch viel interessanter, als wenn man da so ewig durchgurkst. Und wenn man wirklich so viel aufmacht, dann
naja, springt halt die Relevanz der Einzelkarte nicht mehr wirklich hervor. Also, das war jetzt eine Hälfte in dem Display und wir haben halt drei Ultras und eine Secret gezogen. Also fast alles quasi. Und das war die letzte Ultra. Also noch eine Secret theoretisch. Ups. Jetzt habe ich gerade die Commons auf den Super Rare Stapel gelegt. Komm schon, das ist das Display mit der Starlight Rare. Die eine Hälfte hat jetzt nur noch eine Secret Rare? Das kann nicht sein. Das muss eine Starlight Rare sein. Come on. Ich würde auch die andere Starlight Rare nehmen. Also ich würde auch Lina nehmen. Keine Frage. Ich bin da nicht wählerisch. Ich meine, ich hätte schon gerne den Black Rose Dragon, einfach nur weil es eine iconic Boss Monster Karte ist und eine der teuersten Karten überhaupt als Ghost Rare. Beziehungsweise das ist, glaube ich, die teuerste Ghost Rare Karte. Vielleicht liege ich falsch, aber es müsste eine der teuersten Ghost Rare Karten auf jeden Fall sein. Und vor allem eine der beliebtesten. Okay, never mind, war das jetzt eine Ultra zu viel oder habe ich mich verzählt? Oder werden wir hier schon wieder gescammt? Oh. Ach Mist. Schaut euch das an. Hier ist einfach noch so ein bisschen Plastik hier oben. Oh no. Ach komm. Unzerreißbares Plastik hat mich besiegt. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus gekommen. Ach. Oh mein Gott, meine Common-Stapel. Ihr könnt es euch nicht ausdenken. Ich habe noch 5 Displays. Das ist einfach nochmal so viel. Kommt da jetzt nochmal oben drauf? Das ist unmöglich. Ich muss da mal kurz Pause machen und meine Common-Stapel wegräumen. Also halt ohne Spaß, das geht sonst nicht. Garden Rose Flora. Ja, machen vielleicht noch ein oder zwei Displays und dann mache ich kurz Pause. Zack. Upsi. Das Booster Pack hat sich verabschiedet. So. Und letztes Pack, by the way. Müsste jetzt gleich eine Secret Rare drin sein. Oh, okay, wir wurden wieder gescampt. Ah, oh Mann. Aber egal. Also, wir hatten schon zwei Displays, wo nur eine Secret Rare drin war, aber erst ein Display, wo drei drin waren. Das finde ich jetzt irgendwie schon ein bisschen gemein. Ich meine, wir sind natürlich noch nicht fertig mit dem Case, aber. Ein bisschen fies. Ich bin auch sehr großer Fan von Secret Rares, also ist, von den, sag ich mal, unseltenen, also von den nicht High Rarities ist vielleicht meine Lieblings-Rarity. Von den High Rarities, also insgesamt nicht, aber, oder nicht mehr besser gesagt, aber. Mal unser Thron mit H. Tron wollte ich eigentlich sagen. Vengelancer. Ich habe die Text falsch rum rausgetan. Zack. Nochmal unsere Kiseki Frost. Erinnert mich ein bisschen an Azubu Frost, weiß auch nicht wieso. Einfach nur wegen Frost. Ruddy Rose Dragon, das war's. Fertig mit dem Display. Nächstes. Jetzt müssten hier eigentlich wieder 30 Address drin sein, um das letzte auszugleichen. Also ich meine, wir haben einen guten Kurs, weil wir noch 18 Packs haben und 2 Secrets schon gezogen. Ups. Das ist eine Super Rare. Upside Down Opening, das ist doch auch mal was. Balrog Spirit. Sun Avalon Medias. Oh, Proof of Proofers, die zweite Karte davon, zweite Copy. Das ist halt krank.
Wie zum Teufel ist diese Karte so selten? Also Super Rares kriegt man schon extrem viele. Oh, Ultra Rare, nice. Super Rares kriegt man schon extrem viele, dass man sagen kann, schon seltsam, wenn du eine wirklich so selten siehst. Also wie gesagt, das heißt nicht, dass sie Shortprint ist, aber es ist schon komisch. Es ist halt sehr unwahrscheinlich. Ich meine, klar, es sind 26 Super Rares, also dass du sie jetzt in jedem Display hast, nicht. Aber wenn du schon ein paar hundert Super Rares gezogen hast, dann ist es schon seltsam, wenn du sie zum zweiten Mal siehst. Das ist dann schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber das hatte ich halt bei Genesis Impact damals, war das so. Da hatte ich die Beat Cop Karte, auch ein Link-Monster. Beat Cop from the Underworld oder of the Underworld, eins von beiden. Und ich hatte die legit 20 Mal, 22 Mal, glaube ich. Das war mit Abstand die häufigste Karte. Die nächste hatte ich dann noch 15 Mal oder so. Also da ist ja auch in jedem Pack eine Super Rare garantiert. Also die hatte ich wirklich unverhältnismäßig oft. Und mein Bruder hatte zwar ein paar weniger Displays geöffnet, hatte die halt 3 Mal oder so. Alle anderen Karten hatte er mindestens 6 Mal. Und bei mir war es genau andersrum. Ich hatte es die extrem häufig und alle anderen Karten extrem selten. Oder was heißt extrem selten, aber halt wesentlich unhäufiger. Also daran sieht man, dass es halt schon sein kann, dass mal ein Case, ein ganzes, irgendeine Karte einfach kaum drin ist. Und dann machst du noch eins auf und dann hast du sie ja am öftesten. Deswegen sage ich ja, ein Shortprint kann man so nicht bestätigen. Man kann eine Vermutung anstellen, keine Frage, aber ob das dann wirklich ein Shortprint ist oder nicht. Ich habe gerade mal auf den Super Rare Stapel gelegt und es zum Glück noch gemerkt. Spätestens beim Sortieren merkt man es selber. Zum Glück nicht gedamaged, aber die Karten hier sind ein bisschen bent. Seht ihr es? So minimal. Ja. Also es war kurz davor, dass sie gedingst werden. Boah. Glück gehabt, ey. Die sind so ein ganz kleines bisschen bent. Aber noch kein Crack oder so. Puh. Da wäre ich jetzt mad gewesen. Weil ich meine, wie hätte das passieren sollen? Ich meine, ich gehe jetzt nicht gerade zimperlich damit um, aber... Also ich verliege hier keine Karten. Ihr seht ja, die Karten sind in Mint Condition. Nur wenn man schnell aufmacht, heißt das ja nicht, dass man sie schlecht behandelt. Wenn man weiß, was man tut, kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Ups. Anders als mit der Kamera, anders als mit euch. Ich hasse... was? Nein. Nee, sorry, das passiert. Tut mir leid. So, Display. Das ist unser viertletztes noch. Also wir haben jetzt danach noch 3. Liegen jetzt noch unten im Karton. Oh, okay, das war nichts. Das war nichts. Es neigt sich dem Ende. Langsam. Also Black Rose Dragon, Lina the Light Charmer. Mist, jetzt habe ich ihren Namen noch falsch ausgesprochen. Bitte meldet euch. Ich würde auch gern. Ich hätte ja gern was von euch. Eure Karten. Ruddy Rose Witch. Uff, mein Super Rare Stapel nimmt auch schon ungesunde Höhen an. Den splitte ich jetzt auch mal. Da ist sie. Ich habe sie beschworen. Aber wie wäre es denn mit der Starlight-Variante? Garden Rose. Also das letzte Display danach muss ich Pause machen. Die Stapel werden nicht so hoch. Ärgerlich für die letzten 3 Displays nochmal, aber kann man nichts machen. Die dritte Kopie unserer Proof-Karte. Proof, dass sie existiert. Kein Mythos ist. Rosmarin. Rosmarin-Kartoffeln. Rosmarin-Potatoes. Zack. Oh. Ja, wobei ich mache jetzt schon Pause, weil die Stapel sind echt fast am Umkippen. Also... Nein, ich muss jetzt echt Pause machen, das hilft nichts. Das wird ja richtig gefährlich gleich. Ihr seht die Packs, also ich mache hier nichts, ich mache gleich weiter. So, da bin ich wieder. Stapelfrei. Und weiter geht's. Würde es echt komisch aussehen, wenn ich jetzt was Krasses ziehen würde, ne? Also deswegen hoffen wir mal, dass...
Entschuldigung. Hätte ich nicht lachen sollen. Das war genau im falschen Moment. Ja, würde jetzt echt ein bisschen komisch aussehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was wir schon gezogen haben, aber ich glaube, die beiden Secrets sind sogar schon raus, oder? In dem Display jetzt. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt halt einen Stapel und hier noch zwei Booster übrig. Also so ziemlich genau kurz vor der Hälfte aufgehört. Also ja, mal gucken, was da jetzt noch kommt. Aber unwahrscheinlich. Und wenn doch, dann wäre es echt funny, dass ich genau da aufgehört habe. Aber wir kennen alle die Chancen von Starlight Rares. Das sind nicht umsonst die teuersten Karten im Spiel. So. Im TCG. Also dafür, dass sie quasi neu rauskommen, sind sie ja schweineteuer. So. Das waren jetzt auf jeden Fall noch ein paar Ultras. Da kann jetzt eigentlich gar nicht mehr viel drin sein. Sexy Construction. Da kann jetzt wirklich nicht mehr viel drin sein. Uiuiui. Oh, Moment mal, liegen hier Karten? Ups. Hoppla. Wieder mal nicht beendet. Und wieder ein volles Booster Pack. Let's go. Nope. Nichts von Bedeutung. Ich sag's euch, wir haben so viele Einzelkarten hier. Es ist. Ich hab's mir jetzt ja nochmal quasi vor Augen halten müssen, wie viele das wirklich sind. Und das ist wirklich krank. Also allein das Sortieren wird wahrscheinlich. Sortieren und zählen wird wahrscheinlich puh, an die 2,5, 3 Stunden dauern. Und online stellen. Noch. Das ist immer schon, naja, also wenn man so viel aufmacht, also ich will gar nicht wissen, aber muss auch dazu sagen, Leute, die wirklich so, keine Ahnung, 10, 20, 30 des, Cases öffnen, die machen das ja nicht alleine. Das ist gar nicht machbar. Dark Honest, das ist noch eine Secret Rare drin gewesen, nice. Das ist cool. Und Bujin Torifune. Nothing. Der Ex-Lord, den haben wir auch schon so oft gehabt. Und letztes Pack. Da dürfte dann eigentlich nichts drin sein. Oh, doch, noch eine Ultra. Ultimate Dragonic Utopia Ray. Alright. Dann weg mit dem Schmutz. Und Pack Nummer 10. Display meine ich natürlich. Und 11 und 12 stehen auch in den Startlöchern. So. Dann machen wir weiter. So. Und den Bleistift, den guten alten. Der olle Zuverlässige. Ein Teil von mir hofft schon, dass sie nicht im letzten Display drin ist. Aber ich glaube, an dem Punkt ist es jetzt auch schon egal. Hauptsache, wir würden eine ziehen, aber wie ich es am Anfang schon gesagt habe, hatte ich in den letzten paar Openings, wo es um High Rarity und so ging, High Rarity, schon, ich würde sagen, viel Glück, aber auf jeden Fall kein krankes Pech. Pech, aber kein krankes Pech. Von dem her, ja. Wobei man andererseits sagen muss, insgesamt habe ich schon sehr viele Displays geöffnet, aber das Problem ist, bei einzelnen Displays und so ist es halt noch schwieriger, weil es ist ja nicht mal in jedem Case eine Starlight Rare drin. Das heißt, du musst ein Display aus einer Case bekommen, wo es nicht nur wo eine Starlight Rare drin ist, was ja schon unwahrscheinlich ist, sondern du musst auch noch dieses einzelne Display, oder wenn du vielleicht zwei oder drei öffnest oder whatever, musst du dieses Display erwischen. Das ist jetzt so unwahrscheinlich. Also wenn 24 Leute sich ein einzelnes Display kaufen, kriegt einer eine Starlight Rare. Ungefähr im Schnitt. Und das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass genau du der Glückliche bist. Kann natürlich passieren. Sage ich gar nicht, dass das nicht so ist, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. Und ja, selbst wenn du Cases öffnest, kannst du auch 5 Cases brauchen oder 10. Also ein Case ist bei Starlight Rare leider halt echt nicht so viel. Das wird einem immer erst klar, wenn man eins öffnet. Und keine zieht. Wieder einmal. Lina.
Leider nicht Starlight. Ich hoffe, ich habe sie in Starlight schon übersehen. Dann habe ich sie doch, aber Starlight wäre zu übersehen. Das ist halt legit unmöglich. Ach, die heißt gar nicht Rosmarin, lol. Egal, für mich heißt die Rosmarin. Lol, ich hab jetzt ohne Spaß, ich habe den Namen nie gelesen. Ich hab einfach gedacht, das sieht aus wie Rosmarin. Lol. Ich habe es mir legit kein einziges Mal durchgelesen. Funny. Das ist funny. Ich dachte echt, dass die Rosmarin heißt. Ein bisschen komischer Name für eine Karte, aber nein. Ich meine, da gibt es ganz andere Karten. Nochmal unser Amazement Administrator. Entschuldigung. Mir ist gerade irgendwie ein Frosch in den Hals gerutscht. Muss, glaube ich, nochmal Pause machen. Muss ich kurz eine Starlight Rare reinmischen. Lass mal mein Ernst. Sonst kriege ich nämlich keine, wenn ich hier keine reinmische. So, komm schon, gib mir noch einen Diviner of the Herald, please. Also wenn ich keine Starlight Rare ziehe, gib mir bitte noch drei, vier Diviners, Heralds und Kumas. Come on, bitte. Bitte. No, nein, das ist die schlechteste Secret Rare. Die Warrock Secret Rare. Warrock Meteoragon. Das ist die schlechteste. Wo sie halt richtig cool aussieht, muss ich sagen. Ja, sieht halt richtig nice aus. Aber Warrock ist halt einfach nicht nice. Schade. Das ist echt schade. Das heißt, das Display ist wieder durch, was Secret Rares angeht. Also kein Herald. Dann wenigstens in den letzten beiden. Come on, give it to me. Oder halt eine Starlight, ne? Okay, es war wieder drei Secret Rares in dem Display. Der Amazement. Dark Ornis zum fünften Mal. Und ein Dingenskirchen. Jetzt gerade aus Versehen meine Comments auf den Super Rare Stapel immer wieder gelegt. Na, wenigstens war der Warrock dann sozusagen extra. Aber es wird die Folge haben, dass wir mal wieder, abgesehen davon wurden wir ja schon zweimal gescannt, dass wir wieder eine Secret Rare zu wenig bekommen in einem der nächsten Displays. Oder eben in einem der vorigen, je nachdem. Nope. Vorletztes Pack. Ich glaube, Ultra Rares fehlen uns mindestens noch eine, oder? Trap Tricks, Besiculo. Und Last Pack. S-Force Edge Razor. Okay. Vorletztes Display. Die Hoffnung. Ist gestorben. Sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt noch kommt. Ja, genauso unwahrscheinlich wie in den ersten 10. Aber das meine ich ja. Eben deswegen, weil wir jetzt nur noch zwei Versuche haben. Aber das war wohl ein Case, wo keine Starlight mehr drin war. Scheint wohl so eins gewesen zu sein. Ein Starlight Rare loses Case. Und let's get it. Melias. Ups. Hör, wie soll ich das mal falsch rumgehalten? Ich habe das halt safe richtig rum in die Hand genommen. Muscle Memory läuft nicht so. Lina. Nicht in der gesuchten Form. Erste Super Rare. Ultra Rare, meine ich natürlich. Nichts. Nichts.
nichts. Oh, oh. Nichts. Zack. Nichts. Okay, Ultra Rare, Utopia. Ich finde mal die Karte, wenn ich sie zuerst in der Hand habe, denke ich mir mal, was ist das? Also ich erkenne da gar keinen Utopia, weil er so unten rechts in der Ecke kauert. Aber, naja, liegt wohl an mir. Rocks Rose Dragon. Erste Hälfte gleich durch. Amazing Time Ticket. Ich glaube, das ist das erste, das wir gezogen haben. Viertbeste, 12 Euro aktuell. Pre-Sale. Ohne es nachgerechnet zu haben, kann ich euch jetzt schon sagen, wenn wir keine Starlight Rare ziehen, außer wir ziehen jetzt noch 2-3 Diviner, was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, für die Leute, die es interessiert, mindestens 200 Euro minus ungefähr. Je nachdem, wie viele Diviner man zieht, nochmal 50 mehr oder weniger. Aber das müsste schon ungefähr hinkommen. Aber auch nur dann, wenn man alle Karten verkauft, was das Hauptproblem ist. Also vor allem die Common Cards und so wird man halt sehr wahrscheinlich erst in ein paar Jahren alle fertig verkauft haben. Aber gut, das ist ja theoretisch egal. Aber trotzdem. Das ist für mich aber nicht das Ziel in dem Fall. Also wenn ich es selber öffne, dann will ich die Karten einfach nur haben. Ob sich das gelohnt hat oder nicht, ist dann eigentlich relativ Wurst. Darum geht es ja dann beim Ganzen. Aber ja, wenn man sie nicht zieht, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass es sich nicht gelohnt hat. Wäre komisch, wenn man mit Aufmachen mehr rausbekommt als mit dem Zulassen. Das wäre seltsam. Dann wird es ja jeder aufmachen. Wenn es jeder macht, dann kann es sich ja gar nicht mehr lohnen. So, Branded in White. Zwei Packs haben wir noch. Also ich bin mir ziemlich sicher, uns fehlt noch eine Secret Rare. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die nicht bekommen werden. Weil wir im Display davor drei hatten und deswegen kriegen wir jetzt hier wieder nur eine, weil das irgendwie Bullcrap ist. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Oh no, meint, wir wurden nicht gescampt. Aber Safe Calls, wir hatten bisher mindestens drei Displays, wo nur eine drin war. Und ich bin mir ziemlich sicher, das war jetzt das zweite, wo wir drei hatten. Also im letzten Display, das ich jetzt noch habe, ist das letzte, by the way. Müssten jetzt mindestens drei drin sein, sonst bin ich mir ziemlich sicher, habe ich eine Secret Rare zu wenig. Also dann habe ich nicht 24 Stück. So. Let's get it. Alright. Also ich hoffe sehr, dass noch was kommt. Zumindest, wie gesagt, ein oder zwei Heralds wären cool. Starlight Rare bin ich mir ziemlich sicher, ist keine drin. Ich habe es halt, erstens habe ich es nicht gefühlt und zweitens, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich. Plus die Tatsache, dass ich schon reingelackt habe. Ich meine, das spielt natürlich keine Rolle, aber ja. Irgendwann muss die Glückssträhne ja einen haben. Und naja, Glückssträhne würde ich es eh nicht nennen, aber das kann ja nicht immer funktionieren. Erste Ultra Rare. Super. Super. Super Bomb. Nochmal die Schlange. Supreme Schlange. Das ist schon mal verdammt schlechtes Zeichen. Die schlechteste Secret Rare. Oh Gott, das Display ist nichts. Uiuiui. Wird es das schlechteste Display überhaupt? Weil wenn hier keine drei Secrets drin sind, ist jetzt eine Secret schon mal die schlechteste. Also, uff. Da muss jetzt ein Herald drin sein, sonst ist es katastrophal. Komm schon.
Also nicht der Herald selbst, der kann gar nicht drin sein. Die Angst übernimmt. Ach, jetzt weiß ich, warum die Kamera die ganze Zeit so schwankt. Ich bin mit dem. Oh. Ich bin mit der Armlehne dran gewesen. Mist, sorry. Uff, ich hoffe, dass. Ich dachte mir vorhin schon, ich mach doch gar nichts. Warum wackelt die Kamera die ganze Zeit so leicht? Ach, Mist, das habe ich nicht gesehen, ey. Tut mir echt. Oh, ich hab's gecallt. Nice. Das heißt aber, jetzt ist vorbei. Ich meine, es ist immer noch möglich, aber jetzt ist es schon extrem unwahrscheinlich. Weil von den Starlights, die ich bisher gezogen gesehen habe, haben die in mehr als 50% der Fälle den Spot von der Secret Rare eingenommen. Heißt natürlich nichts, weil ich es auch genauso schon gesehen habe, dass sie den nicht den Spot von der Secret Rare eingenommen haben, aber ich meine ja nur. Nix. Nix. Nichts. Das sind unsere letzten Packs. Ich wünschte, ich hätte vor euch Packs verborgen. Und jetzt, haha, ich habe von jedem Display ein Pack aufgehoben. Wir sind noch gar nicht fertig. Habe ich nicht gemacht. Ich wünschte, ich hätte es. It's over. Wir sind done. Beide Secret Spots sind schon weg und es sind noch 6 Booster Packs. Uff. Wenn das einsetzt, das Realisieren, dass man verloren hat, ist nie ein schönes Gefühl. Jetzt bin ich an die Kamera gekommen. Jetzt wackelt sie zurück. Nix. Drittletztes Pack. Also das wäre jetzt schon echt krank im letzten Pack oder so. Nix. Rosmarin. Nichts. Und letztes Pack ist gleich sogar eine Ultra Rare. Diese Karte ist es. Die sich da noch so ein bisschen versteckt. Die hier ist es. Schon mal keine Starlight Rare auf jeden Fall. Oh, das ist eine Ultra Rare. Hab's gecallt. Schade. Das ist echt schade. Aber wie gesagt, man sollte echt keine Displays öffnen in der Hoffnung, eine Starlight Rare zu ziehen. Das ist definitiv, kann ich jetzt aus wirklich eigener Erfahrung sprechen, nicht gesund, ja. Weil du wirst in 99% der Fälle wirst du enttäuscht werden, wenn du einzelne Displays öffnest. Und wenn du Cases öffnest, okay, dann hat man schon eine relativ hohe Chance, also im Verhältnis zu einzelnen. Aber man sieht es ja, das war jetzt eingeschlossenes Case. Ich habe alle Displays darin geöffnet und habe keine gezogen. Eben weil es, es ist zwischen 25% und 50%. Manche sagen, in jedem zweiten ist eine, manche sagen, in jedem vierten. So oder so, auf jeden Fall nicht in jedem Case. Anders als bei Collector Rare zum Beispiel. Collector Rare sind ja ziemlich unselten, kann man fast schon sagen. Und ja, ich weiß nicht, ob wir die Super Rares noch durchgehen wollen. Das sind jetzt halt riesige Stapel. Das Jahr sind alles Super Rares. Und das hier auch nochmal. Also quasi einige hundert Super Rares. Und das hier sind alles Secret Rares und Ultra Rares. Also brauchen wir, glaube ich, nicht durchgehen. Da sitzen wir morgen noch hier. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich halt extrem über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und ja, schaut auf Kartenmarkt vorbei. Viele dieser Karten, wie schon gesagt, das sind ja so viele Kopien, so viel braucht kein Mensch, stehen zum Verkauf. Und ansonsten auch Seed Product, ich verkaufe so ziemlich alles. Schaut vorbei, würde mich darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, rein. Ciao, ciao.